Liebe Schwestern und Brüder, wenn wir auf diese Liste der Apostel schauen, die uns die Evangelisten überliefern, dann fällt ja auf, dass wir von einigen wenigen der Apostel sehr viel wissen, auch aus der Heiligen Schrift. Sie werden vor unserem inneren Auge sozusagen auch zu charaktervollen Persönlichkeiten. Denken wir nur an Petrus oder den Evangelisten Johannes. Andere tauchen natürlich dann auch mal in den vier Evangelien auf. Simon und Judas Thaddäus, die wir heute feiern, allerdings bleiben doch eher im Hintergrund. Außer dass sie eben Zeloten waren, also Eiferer, die eigentlich auch erwartet haben, dass Jesus als politischer Messias, der Befreier ist, der die römische Fremdherrschaft endlich aus Israel vertreiben würde. Aber vielleicht fällt uns gerade dadurch etwas anderes auf. Simon und Judas stehen eben ganz hinten in der Apostelliste. Sie werden gewöhnlich immer als die letzten beiden genannt. Hier war jetzt noch Judas Iskariot, der ja dann aus dem Zwölferkreis durch den Verrat herausfällt. Simon und Judas, wie gesagt, im Hintergrund, aber Judas immerhin einer, der in der Volksfrömmigkeit immer präsent war, der verehrt wird und wurde und der angerufen wird, eben in den aussichtslosen Anliegen, in den Sorgen, die wir Menschen haben, können wir uns an ihn wenden und wissen in ihm einen mächtigen Fürsprecher. Es kommt also nicht immer darauf an, sozusagen in der ersten Reihe zu stehen, sondern auch in dem Stilleren können wir gute Dienste tun, so wie die beiden Apostel das für uns tun. Und ein weiterer Aspekt, wenn wir auf die Apostel schauen in dieser Gesamtschau, dann beruft Jesus hier Menschen doch aus sehr unterschiedlichen Kontexten und führt sie zusammen. Und wir hören nichts davon, dass es sozusagen, ja, bis auf vielleicht kleine Fragen, die aber Jesus dann auch nutzt, um etwas Wichtigeres zu sagen. Wir hören nicht von sozusagen massiven Konflikten in der Apostelschar, obwohl da so unterschiedliche Leute sind wie eben diese Zeloten, die eigentlich den politischen Messias erwarteten, den Befreier von der römischen Herrschaft. Auf der anderen Seite einen Matthäus, der als Zöllner eben letztlich sich den Römern angedient hat. Jesus führt Menschen unterschiedlicher Richtungen und Erwartungen zusammen. Er eint sie und sendet sie gemeinsam in eine neue Sendung, nämlich Zeuginnen und Zeugen Jesu Christi zu sein, Zeugen der Auferstehung. Und darin allen Streit und alle Entzweiung zu überwinden, weil es um das Wichtigere, um das Größere geht. Vielleicht können die heiligen Simon und Judas auch in dieser Hinsicht uns wichtige Fürsprecher sein, dass wir in der Kirche unserer Tage nicht vergessen, dass wir bei aller unterschiedlichen Haltungen, Erwartungen uns nicht entzweien und voneinander entfernen, sondern beieinander bleiben und gemeinsam die Sendung, die der Herr der Kirche anvertraut hat, leben.